Willkommen zurück zu Nostalgia. Wir haben letztes Mal Asgard betreten. Wie man immer noch sieht, sind wir im Land der Kobol. Wir haben auch schon den ersten Wächter besiegt, den wir besiegen müssten von den dreien, um in diesen Sonnenturm oder so zu kommen. So hieß er, glaube ich. Ich habe ein bisschen trainiert. Ich habe ja gesagt, ich versuche ein bisschen die Skills noch zu erhöhen. Ich weiß jetzt nicht exakt, wie viel ich erhöht habe, aber ich habe auch eigentlich nur die Sachen erhöht, die wir bisher eh benutzt haben beim Schiff. Ich sehe gerade, ich muss das Schiff nochmal heilen, weil es gibt natürlich keinen Dock hier, wo ich es heilen kann. Das benutzen wir eben kurz ihren Repair-Skill. Sie hat eh genug Mana, das ist kein Problem. So. Den habe ich, glaube ich, auch gelevelt. Ich bin mir einfach nicht mehr ganz sicher, was ich jetzt gelevelt habe. Aber ich habe die Sachen gelevelt, die ich halt nutzen würde. Ich habe auf jeden Fall bei ihr nochmal Defense erhöht, also den Protect-Zauber, Guard Shield, auf 5 hoch. Ich glaube, Repair Force habe ich vielleicht auch mal erhöht. Ich bin mir nicht mehr sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind eh die einzigen beiden Fähigkeiten, die ich wirklich viel bei ihr nutze. Bei ihr habe ich glaube, nochmal die Drain-Con angehoben. Weil wenn sie nicht mit dem Supportfeuer arbeitet, dann ist das Beste, was sie machen kann. Das Magic Shield ist auch noch ganz in Ordnung mit 5 jetzt. Ich habe nochmal Supportfeuer erhöht, denn das ist irgendwie die beste Taktik für mich bei ihm. Der macht auch ein bisschen mehr Damage wieder, das ist schon okay. Ich habe auch Turn Acceleration nochmal gelevelt, auf Level 5 zumindest, weil anscheinend das im Ausweichen doch ganz gut funktioniert beim Airship. Dass man dazwischendurch mal keinen Schaden nimmt, ist schon viel wert. Power Boost habe ich auch nochmal gestärkt, das passt sich auch mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ich Spiral Arrow nochmal gestärkt habe, wäre aber das andere gewesen, was ich gestärkt hätte. Weil ich glaube, ich kann am besten Power Boost nutzen, Support Feuer und dann einfach angreifen. Mit Fiona, wenn notwendig, heilen und schützen. Wenn wir keinen Support Feuer drin haben, macht er halt Spiral Arrow und Melody benutzt ihr Drain Cannon. Ich denke, das ist so ein bisschen der Weg. Gibt noch andere Skills, die ich jetzt nicht gesehen habe bei dem Kram, aber ich bin bisher damit durchgekommen. Ich hoffe, das ist auch weiterhin der Fall. So, dann hoffen wir mal, dass wir nicht allzu oft angegriffen werden auf dem Weg dahin. Und wenn wir angegriffen werden, dann hoffentlich nur von diesen Tausendfüßer, diesen Fliegenden. Die sind nämlich ziemlich chillig. Komm schneller hin. Sehr gut. Vergleich mit den komischen Raubsauriervögeln. Dike. Okay, Dike, ich denke mal, ihr seid ungefähr gleich stark. Also müsste ich jetzt sogar noch ein bisschen besser klarkommen mit meinen jetzigen Upgrades. Ach ja, Eddie und Pat und Melody sind auch ein Level gestiegen dabei. So, dann einmal Guard Shield. Power Boost. Gilt halt für alle, das ist ziemlich gut. Die macht magisch mehr Schaden als die andere, oder? Ich habe jetzt die Support-Fire-Technik bis jetzt gefahren, ich fahre sie auch zu Ende. Ich glaube, das geht auch für die meisten anderen Strats, die ich im Kampf nutze. Die werden, glaube ich, bleiben und von mir weiter ausgebaut werden. Ist ein ganz bisschen lame. Normalerweise bleibe ich nicht gerne bei den exakt selben Strats die ganze Zeit. Aber die haben sich halt irgendwie das ganze Spiel so ein bisschen angeboten. Ne? Und wir haben auch neue Sachen gelernt, die ich eingebaut habe, so ist es ja nicht. Das könnten wir einmal repairen, aber ich glaube, das ist noch zu früh. Wir können mal eben Support-Fire nutzen. Okay, das macht gar keinen Damage mehr. Das ist einfach nur traurig zu sehen. Weil ihr Orb so schlecht ist. Aber das Supportfeuer ist immer noch wert. Aber ich hätte hier einfach einen höheren magischen Wert, dass die deswegen auch mehr magischen Schaden macht und weniger Schaden durch magische Angriffe nimmt. Das würde sogar Sinn ergeben. So, die Runde heilen wir jetzt mal ein bisschen. Das heißt, Pat macht seinen Turn Acceleration als Buff. Er wird nicht so viel Supportfeuer nutzen. Du machst dann Repair Force. Ist nicht ganz voll. Okay, war wie gedacht. Dann kommt die Drain Cannon hinterher. Magic Shield wäre ganz schlecht gegen sie, glaube ich, aber ich mach's jetzt mal nicht. So, und dann machst du jetzt einen Spiral Arrow. Das ist guter Damage. Ja, hier ist ja normal, müssen wieder buffen. Okay. Da wir wieder buffen müssen. Ja, ich mach trotzdem wieder Support Shot. Wir müssen den Angriffsbuff momentan nur neu machen. Wahrscheinlich auch, da ich der Heilungsbuff vielleicht auch abgelaufen sein wird.
Wenn das nicht schon ist, wenn ich es gemerkt haben sollte. Aber sie zaubert gerade nur, oder? Es ist ihr DP-Buff-Bett. Sie zaubert nur. Das heißt, es gibt gar keinen Grund, meine DP zu buffen. Wenn, dann müsste ich das magische Schild machen. Aber der Schaden ist verkraftbar, deswegen würde ich sagen, wir machen einfach Damage, bis es den umkippt. Und da ist es auch schon umgekippt. Sehr schön. Fehlt noch eine. Great, we brought down the second one. There's just one left now. Come on, let's move it. Ich bin ein bisschen die Karte hier abgeflogen, mit großen Bögen um diese Statuen. Aber hier gab es auch sonst nichts. Meines Wissens nach oder meines Entdeckens nach. Wir usen eben den Heal-Skill. Ich bin der Meinung, wir haben immer noch genug Mana für den nächsten Fight. Das ist schon okay. Speichern sollten wir aber auf jeden Fall nach so einem Sieg. Ja, was die Skills im Bodenkampf, also normalen Fights angeht, da gehe ich auch nochmal auf ein gleich, was ich da weiter leveln werde. Aber das machen wir dann, wenn wir auch wieder mal kämpfen oder am Boden rumlaufen. So, die letzte Statue war, glaube ich, hier, ja. Einomia. Zumindest treffen wir die Gegner gut, das ist schon viel wert. So, machst du wieder ein bisschen mehr physischen Schaden? Mit Sicherheitshalber machen wir mal das Guard-Shield drauf. Ja. Die sticht kräftig, die sticht sogar sehr kräftig zu 152 Schaden trotz der Defense-Erhöhung. Da will ich gar nicht wissen, wie viel Schaden das ohne Defense-Erhöhung gewesen wäre. Direkt die Damage-Erhöhung auch im Support-Feuer. Das ist das Gute, ne? Der Damage-Buff von Eddie trifft halt alle. Das heißt auch den Support-Feuer-Effekt jedes Mal. Das läppert sich schon. Das ist irrelevant für uns. Wir haben ja auch ein Lichtschild. Das heißt, Lichtzauber sind sowieso schwächer. Ich hätte nicht zu früh loben dürfen, dass sie jetzt alle treffen. Oh, mein Fehler. Autsch. Ich werde heilen müssen die Runde, also machen wir gleich einen Acceleration. Und eine Drain Cannon. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass dieser Turm, den wir da gleich öffnen werden, der finale Turm ist oder das finale Dungeon sein wird des Spiels. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es mal mehr, weil dieser ganze Ort so ein bisschen sehr final wirkt. Und wir auch vorher diesen Point of No Return-Frage hatten, die klassische. Ich kann nämlich auch nicht mehr raus aus dem Gebiet. So, Support Fire, der Buffer weg, oder? Der Damage Buff? Ich glaube schon. Ja, war ja. Das war er. Und das war Einomia. Hey, the Wall of Light disappeared. So we should be able to get to where the Damocles is, right? Let's go, Eddie. Yeah, here we go. Ja, erstmal speichern, würde ich sagen. Ich könnte auch zurückfliegen zum Dorf und nochmal mich voll heilen, aber ich gehe stark davon aus, wir werden recht zu Anfang hoffentlich da einen Speicherpunkt bekommen. Und wenn nicht, schaffe ich das auch schon irgendwie.
Ich habe übrigens auch nochmal richtig Geld ausgegeben, wie ihr sehen könnt. Und zwar nochmal richtig ausgegeben für alle möglichen Heilsachen, die ich kaufen konnte. Und zwar für die Refreshing Bottles teilweise, für diese Mega Heal Leaves, für die Earth Jewels. Dass wir einfach Mana und HP heilen können, wie blöd, wenn es mal drauf ankommen sollte. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Gut, dann machen wir mal. Es könnte der letzte Dungeon sein. Es könnte das Finale sein. Ich bin gespannt. Aber wir haben noch ziemlich viele Gegner. Also, wenn, dann wird das wahrscheinlich ein richtiger Boss-Gauntlet. Tower of the Sun. Sieht sehr einladend aus, nicht? Carlos. Carlos. Eddie, so you made it all the way here, huh? Is everyone alright? For the most part. But the director took off and went inside the tower. Wie können wir eigentlich so beste Friends-Unterhaltung gerade führen? Ich möchte darauf hinweisen, dass sie immer noch Shirley erschossen haben, nachdem sie uns retten wollte. Ist das schon wieder vergessen? What is that place? It's called the Tower of the Sun. It's a site of great heritage left behind by the people of Asgard. It's also what the Cabal is after. Whoever takes possession of the tower will be able to freely control the power of the Ancient Father. The Ancient Father? There he is. The Ancient Father is the Sun? The Sun at the center of Asgard is the Earth energy. By using the power of the Ancient Father, it will be possible to destroy all world civilizations or even the entire planet. What are you saying? There's no way we can let that happen. You're already too late. There's nothing any of us can do now. Even so, there's no way I'm going to quit until the very end. We're going too low. We can't just sit back here and let someone destroy our world. Hey, I hope you can always stay on this good path you found yourself. Found for yourself. Ja, ich finde es ein bisschen weird. Was? Okay. Die Story ist manchmal ein bisschen komisch. Flying Rods. Soll kein großes Thema sein. Ja, aber in Sachen normaler Kampf, nicht Airship Fight. Ich denke, ich habe lange drüber nachgedacht. Also bei Eddie ist es ziemlich einfach. Und bei Eddie bleibe ich bei dem, was er bisher gemacht hat. Hyper Guard ist, glaube ich, jetzt gut genug. Ich habe es noch einmal gelevelt, ne? Das ist eigentlich gut genug in meinen Augen mittlerweile. Was ich aber nutzen werde, ist natürlich weiterhin Overdrive und Combo Attack. Das sind ja also ziemlich die Super Moves für mich. Und die können noch steigen. Die brauchen zwar mittlerweile unfassbar viel, damit sie noch steigen, aber sie können noch steigen. Nachdem ich festgestellt habe, dass dieser neue Move ungefähr genauso stark ist, aber das bei einem einzelnen Hit ist für mich Combo Attack einfach immer noch besser. Ein Warp Stone. Den brauchen wir nicht mehr, aber früher war ich froh, sowas bekommen zu haben am Anfang des Spiels. Ich weiß es noch. Hier war kein Savepunkt direkt, das ist schade. Ich hoffe, wir bekommen bald einen. Aber wir gehen mal kurz auf die Stats nochmal ein. Oder auf die Skills. Also. Combo Attack ist jetzt schon 7, Level 8 kostet 5000. Ich nehme mal stark an, Level 8 ist vielleicht ein neuer Angriff in der Combo, was der wichtigste Schritt wäre. Deswegen ist es so schweineteuer, ne? Sonic Wave ist stark genug für AOE-Fights. Dividing Heaven, wie gesagt, könnte sein, dass es insgesamt dann immer billiger ist, wenn man die SP entsprechend ausgibt. Aber ich bleibe bei Combo Attack jetzt. Demonic Blade, ich weiß nicht, dieser Cost of DP, das kann ich nicht einschätzen. Lass ich lieber sein. Overdrive wäre noch ganz günstig, das rüber zu kriegen, und das war immer super. Bleiben wir bei. Und der Hyper Guard ist natürlich auch super wichtig. Level 5 reicht aber meines Erachtens nach. Mal gucken, ob ich noch Level 6 mache, aber wenn ich noch einen anderen Skill außer Combo Attack und Overdrive mache, dann Hyper Guard bei ihm. So, Paddy Boy. Ich wünschte, wie gesagt, ich hätte früher gewusst, dass Crits in diesem Spiel so wenig extra Damage sind, weil meines Erachtens ist Lock-On dadurch ein ziemlich schlechter Skill. Hätte ich Lock-On damals nämlich nur 5-mal gelevelt und auch Random Shot nur 5-mal gelevelt. Um halt nur Meteor Shot aufzuleveln ein paar Mal, als einen guten AOE-Skill und diesen neuen Skill, den Buster Shot, der wirklich gut Damage macht, auch gegen Bosse, das wird sein Main-Skill sein. Also wir werden Buster Shot jetzt nur noch leveln wahrscheinlich, um halt gegen Bosse besser Damage machen zu können mit ihm. Ob ich dann noch Lock-On vorher nutze, muss ich mal gucken, ob ich das sinnvoll finde. Klar, ich meine, wenn der Buster Shot kriegt, ist es natürlich ein bisschen mehr, aber ob das wirklich wert ist, ist eine andere Frage. Die Debuff-Sachen, wie bei eben, sind halt die Frage, ne? Also wir wissen mittlerweile, die können funktionieren, auch bei Bossen scheinbar, und es ist halt eine hohe Chance, dass sie nicht funktionieren. Wahrscheinlich ist ein Aufleveln der Skills auch eine erhöhte Chance, dass es klappt. Aber da steht nicht dabei, deswegen will ich das nicht riskieren, ganz ehrlich. So, bei ihr
bei ihr ist eigentlich ziemlich klar, ich werde nur noch Ultima Rain leveln, weil das ist mittlerweile nicht mehr so kostspielig, weil wir die Hälfte reduzieren konnten, die Mana-Kosten. Und es ist halt der elementlose, starke Zauber, der gegen alle Gegner funktioniert. Auch gegen Bosse tatsächlich ganz gut funktioniert. Also das ist keine große Frage, aber ihr wird wahrscheinlich noch Ultima Rain gelevelt. Vielleicht, weil ich mal darüber nachgedacht habe, werde ich nochmal Magic Shell leveln. Ich werde es jetzt mal leveln, um 2 Level, weil das kein schlechter Spell ist. Den kann man manchmal nutzen bei ihr. Wenn sie einen Gegner hat, der sehr magisch stark ist und sie selber nicht wirklich magische Schaden machen kann, dann kann sie besser die Leute schützen vor der Magie des Gegners. So, bei ihr würde ich sagen, der Single-Target-Heilzauber bleibt, der ist wichtig. Ich will auch direkt mal einen Punkt reindrücken. Der AOE-Heilzauber, den lassen wir jetzt in Ruhe. Denn eigentlich ist der einzige Moment, wo wir AOE-Heilzauber nutzen, in Bossfights. Und da würde ich halt einfach diesen Super-Spell benutzen, den wir mittlerweile haben, Angel Powder. Der wird zwar nicht billiger beim Leveln, was ein Problem ist, weil der Arsch teuer ist, aber so oft kommt sie eh nicht dazu, anzugreifen. Wenn ich aber Angreifen mit Heilen kombinieren kann, spare ich mir auch die Ausgaben des Manas für den AOE-Heal. Ich glaube, das könnte okay sein, da ich auch noch sehr viele Mana-Refresh-Items habe. Ich werde also einfach Angel Powder benutzen. Und das ist dann auch alles. Dann brauche ich Lumiana, mache ich vielleicht nochmal eine Pilot, wenn ich den Luxus habe für die normalen Fights, nicht Boss-Fights. Aber eigentlich bin ich damit auch zufrieden. Ich glaube, ich werde nur noch Angel Powder bei ihr leveln und den Single-Target-Tier-Spell für Einzelheilungen. Ja, das ist so ein bisschen meine Vorstellung von dem, was wir jetzt vielleicht vermutlich gegen Ende noch leveln werden. Gut, genug geredet. Wir gehen in den Dungeon und hoffen, dass sie recht früh in der erste Save Point vielleicht uns begrüßt. Oh Gott. Oh nein. Warte mal, da ist so ein Ding drin und da nicht. Es ist ein Teleporter-Dungeon. Ich hätte es wissen müssen. Natürlich werden sie mir noch einen Teleporter-Dungeon aufhalsen. Warum ist da so ein Ding und hier nicht? Ist das einfach nur ein grafischer Fehler? Ich geh erstmal nach rechts jetzt. Oh Gott, Teleporter-Dungeon mit Dark Pathways. Na super. Eternal Plate, das klingt nach einer neuen Rüstung für Eddie. Eddie. Ja. Die ist besser. Die wäre jetzt bei ihm nicht relevant. Ich habe bei ihm nochmal drüber nach... Nee, nicht bei ihm, drüber nachgedacht, ob wir vielleicht das hier rausnehmen, weil ich nicht weiß, wie viel Prozent das tatsächlich ist. Und stattdessen setzen wir den... Wo ist das Ding nochmal? Das Ding rein. Es ist eigentlich für ihn prädestiniert, ne? Er hat die besten Ausweichchancen. Wenn er ausweicht, nimmt er keinen DP-Schaden. Magie ist irrelevant. Es geht ja nur um DP, die gesenkt wird. Ich weiß nicht, ob... Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob man auch AOE physischen Angriffen ausweichen kann. Aber ich würde es gerne mal riskieren bei ihm. Wenn das zu heftig ist und er zu schnell umkippt, dann lasse ich es sein. Aber dieser AP-Boost könnte ganz cool für ihn sein, weil er eine gute Chance hat, Angriffen auszuweichen und dementsprechend, ja, nicht so dringend auf DP angewiesen ist. Tenabrae und noch eine Flying Rod. Man sieht schon, die Gegner sind hier kein großes Thema für uns. Das ist beruhigend. 400 Advanced Level. Level 52, sehr schön. Level Acer schreibt. Lese ich schon, während ich da einfach ein A lese. Ja, super. Soll ich jetzt zurückgehen, den anderen Weg gehen? Wir gehen jetzt mal einen Weg weiter, bevor ich immer hin und her laufe. Okay, dieser Teleporter scheint abgeschaltet zu sein. Das heißt, vielleicht müssen wir den jetzt aktivieren. Das wäre dann ja schon mal klar, dass wir später erst wieder hin müssen.
Head of Darkness. Erster Kandidat wäre Rosie für ein Head. Ja. Ja, die haben wir gerade erst gekauft, diese Eterna-Sachen, ne? Diese Super-Rüstungen. Jetzt kriegen wir schon wieder bessere Sachen. Ich meine, sie hat eh die ganzen Elementar-Boosts. Also es ist eigentlich besser, das auszurüsten. Mir fällt gerade aber ein, als ich ihnen die Rüstung gegeben habe, ne? Ja, da habe ich aber trotzdem immer noch die ganzen Resistenzen behalten. Gut. So. Dieser Stab. Ich hoffe, sie sterben jetzt. Das ist gut. Das wäre jetzt nämlich auf viel dran gekommen. Muss ja nicht sein. Diesen Schalter, den Armteleporter aktivieren wird, oder aktiviert haben wird. Ich kann jetzt natürlich zweimal drücken, warum auch immer, aber mittlerweile weiß ich ja, dass manche Schalter hier zweimal zu drücken sind, auch wenn es dafür keinen Grund gibt. Außer ich möchte mir selbst den Weg wieder verbauen, den ich eh brauche. Ich hätte eigentlich echt gehofft, dass am Anfang so ein Speicherpunkt ist, wo wir uns vor den Kämpfen gegen die drei Bosse da erholen können. Klar, es ist nur MP gewesen, aber MP ist halt auch sehr wichtig, ne? In der Regel sogar wichtiger als HP. Weil man mit MP auch HP auffüllen kann. Corridor of Eternity, jetzt sind wir im Corridor of Chaos. Und der hier ist auch ausgeschaltet, okay. Also müssen wir einen Schalter finden. Da ist schon ein Schalter. Ich drücke jetzt mal nicht den erstbesten Schalter, den ich sehe. Weil das könnte sein, dass der vielleicht auch irgendwelche Sachen ausschaltet. Könnte auch sein, dass der Teleporter unten links mich zu dem Schatz geführt hätte. Aber das kann ich alles nicht wissen. Hier ist eine geschlossene Tür. Also hier kommen wir schon mal nicht weiter. Kommen noch neue Gegner? Ja, oh. Das war dieser komische... Ich habe ihn mal Schatzgegner genannt. In der Luft, weil er so viel Gold gebracht hat. Kann ich was klauen? So einen Gegner würde ich mal versuchen, was zu klauen. Ein Fleestone. Ja, der war für mich mal sehr wertvoll. Mittlerweile können wir den kaufen. Und mittlerweile glaube ich auch fast, dass ich ihn gar nicht mehr brauchen werde. Ich habe nämlich die große Hoffnung, dass ich keine Luftkämpfe mehr machen muss. Mal gucken, ob ich mich da irre oder täusche. Kommt auch so saumäßig viel Geld bringt. Ne, ganz und gar nichts wie der in der Luft. Interessant. Ich meinte sogar denselben Namen jetzt gehabt, ne? Ne? Seltsam. Ja gut, dass die Dinger am Boden anders jetzt haben, ist klar. Okay, beide Türen sind zu. Das heißt, ich kann nur den Schalter drücken. Jetzt ist die Frage, was hat der Schalter gemacht? Ich denke mal, nur den Teleport hier unten aktiviert. Nein, hat er nicht. Dann muss dieser Schalter eine Tür geöffnet haben. Die Tür ist jetzt zu, die war vorher noch nicht zu. Das heißt, die Tür links ist jetzt offen. Ah ja, okay. Ich sah gerade so aus, ob der Teleporter da oben aus ist. Ich hoffe nicht, da komme ich nämlich nicht weiter.
Du kannst mal deinen Buster schon wieder nutzen. Der muss mitgelevelt werden, dass er billiger wird und stärker. Aber das Ding macht halt richtig Damage, ne? Das ist genau, was ich gebraucht habe. Ja, das ist nicht wert. Ultima Rain ist einfach sicherer. Die hat eine hohe Resistenz, keine Frage, aber trotzdem. Ja, ist an, gut, beruhigend. Corridor of Immortality. Oben ist ein Raum mit der Karte, das sieht man. White Kelm Plants, ich bin fast schon... Nee, bin ich nicht. Ich würde jetzt sagen, ich bin fast schon erschreckt, dass ich überhaupt noch keine also Plans für die Schiffe bekomme. Oh. Aber bin ich gar nicht, weil... Oh, King Demon. weil es gibt ja ein Postgame, ne? Das habe ich ja schon gelesen, dass es ein Postgame gibt. Wahrscheinlich ist die keine dafür. Oder es kommt doch noch viel mehr, als ich denke. Und ich werde hier nochmal rausgehen aus diesem Gebiet und nochmal was anderes machen müssen in der normalen Welt. Weil Plans kann ich ja nur eintauschen in Tokio, ne? Lichtsammer, sehr gut. Der gute Schweinetanki. Höllenstab. Autsch. Darkness. Okay. Ja komm, dann gönnen wir uns doch mal so einen schönen Angel Powder Spell. Warte mal kurz. Ist Angel Powder doch günstiger geworden? War das nicht vor März 38? Wenn das Ding auch noch günstiger wird bei der Level-Up, ist es komplett broken. Der Skill. Warum soll ich denn überhaupt noch AOE Lichtsverse nutzen oder AOE Heilzauber, wenn das Ding mal beides macht und das auch noch billiger wird? Das überrascht mich jetzt. Hello, Mr. Benjamin. I have a lot of items in stock today too. Alright, then let's trade. Ah, ist die Händlerin, ja. Okay. Hast du irgendwas Cooles? Ja, du hast natürlich Rüstungen von Asbach uralt, die keiner mehr tragen würde. Braucht doch. Ja, toll, du hast keine Heilgegenstände, sondern nur Rüstung, die kein Mensch braucht. Geil. Dankeschön für nichts. Ich drücke jetzt den Schalter mal nicht, weil da oben war noch ein Teleporter, den wir noch nutzen können. Und vielleicht geht danach eine Tür zu und ich komme da nicht mehr ran oder so. Wir gucken erst mal, was hier ist. Und dann drücken wir den Schalter. Besser ist das. Besser ist das. Ich bin jetzt wieder... Ah, ich bin wieder am ersten Tele... Ach so, was? Wie kommt das denn zusammen? Also, dass auch diese Tür hier geöffnet, die vor... Weil vorher waren wir hier vor der Tür, von der anderen Seite gekommen. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dann müssen wir den Schalter drücken. Oh, Giant. Er sieht auch wieder sehr strong aus. Buster Shot, bitte. Da haben wir nicht die stärksten Skills drauf. Da habe ich keine Lust, dass der uns mit dem Riesenkeule da vernascht. Hui, der hält auch was aus, der Gute. Aber nicht genug. Sehr gut. Ich hoffe, wir finden entweder noch ein Level-Ups gleich, das wäre natürlich auch nicht verkehrt, oder wir finden halt einen Speicherpunkt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, wo wir genau hin sollen. Ich dachte eigentlich, dass der Weg, den wir jetzt gehen können, der eigentliche Weg ist, den wir gehen sollen. Aber kann ja nicht, weil das alles im Kreis führen würde. Ich habe wieder irgendwas übersehen oder irgendwas nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das macht mehr Schaden, als Magie zu nutzen, dachte ich mir schon fast. Das Ding ist einfach magisch super resistent. Da können wir also draufhauen mit den Mädels. Und einfach die physischen Moves von den Boys nutzen.
Das ist viel einfacher, gut. Und spart ein bisschen Mana. Und war sogar ein S-Wert. Okay. Ich weiß jetzt nicht, soll ich überhaupt hier... Nee, warte mal, lass uns den anderen Weg erstmal gehen, aber den gucken, gehen können. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil gefühlt alles gerade im Kreis führt. Ist jetzt hier eine Tür zugegangen? Nein. Aktuell noch nicht. Wenn ich jetzt hier durchgehe, ist die Tür noch zu? Nein, doch, ist sie, okay. Aber wo führt mich das denn jetzt neu hin? Ich hoffe, ich habe den Schalter jetzt gedrückt. Es ist mir wieder so verunsichert, dass ich nicht mehr weiß, ob ich den Schalter unten bei dem komischen Kugel jetzt gedrückt habe. Habe ich aber, ne? Ja, habe ich bestimmt. Das ist wieder so ein Soleil-komisches Goldpferdvieh. Das ist gerade weggerannt. Oh, nicht gesagt, die Gegner wegrennen. Aber wo soll ich denn jetzt hin? Irre ich mich, wenn ich glaube, dass das nicht eben der Ort war, wo ich schon war? Oder ist es gar nicht so, wie ich denke? Und es ist hier eine Tür offen, da war ich noch gar nicht. Ich hätte auf den Namen des Korridors nicht mir merken sollen, hätte ich es ja gewusst. Nee, das ist der Korridor und jetzt ist die Tür hier wieder zu. Hä? Wo soll ich denn dann hin? Thanatos, noch ein Gegner. Minimal verwirrt und unsicher, wo ich überhaupt hin soll. Das gefällt dir mal gar nicht, wow. Trotzdem weiß ich auch nicht, wo ich jetzt hin soll. Okay, es ist meine einzige Theorie. Entweder, also meine einzige, ich habe zwei. Also kann ich hier von entweder reden. Also ich habe zwei Theorien. Entweder ich habe den Schalter doch nicht gedrückt. Oder ich muss zurück, nachdem ich die Schalter gedrückt habe. Das Problem ist, dass ich das nicht mehr weiß, ist auf jeden Fall ein Problem, weil ich jetzt wahrscheinlich sehr oft hin und her laufen muss, bis irgendwas richtig wieder läuft. Aber ich meine, die Kämpfe jetzt raus. Ich glaube nämlich, da haben wir auch alle Gegner gesehen. War ja auch recht viel. Ich gehe jetzt nochmal dahin, weil ich echt innerlich nicht mehr weiß, ob ich diesen blöden Schalter gedrückt habe. Der war doch vorher blau, oder nicht? Ich gehe zurück. Ich habe jetzt nochmal gedrückt, weil ich bin innerlich relativ sicher, dass der vorher schon blau war und ich ihn auf rot geändert habe. Ich hoffe, ich irre mich nicht. War der Teleporter nicht aus und habe ich nicht einfach nur diesen Teleporter jetzt angemacht? Oh, bin ich doof. Ja, der Teleporter war aus und der letzte Schalter hat auch diesen Teleporter aktiviert. Na, zum Glück habe ich es noch rausgefunden, ne? Und dann werde ich auch angegriffen. Okay, machen wir zusammen. War noch neue Gegner. Und dann war es ja wert. Nicht, dass die wir schon kennen würden, aus der Luft oder so, in verschiedenen Formen und Farben, aber ist ja egal. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich ein Level steigen oder einen Speicherpunkt finden, weil die Mana wird knapp.
Die Gegner bleiben aber weiterhin kein Problem. Jetzt sind wir hier in diesen Bereichen, die ich mal sehen konnte. Der ahnen konnte, dass hier auf der Karte irgendwo existieren müssen. Hier ist eine Schatztruhe. Kohle-Tier. Möchtest du aussehen wie ein Kohol? Ich gucke zuerst bei ihr, weil sie meistens die Witzklamotten hat. Und tatsächlich war das auch wieder richtig. Das Ding hat aber auch rund dieselben Vorteile, sogar noch extra Vorteile. Jetzt kannst du aussehen wie ein Kohol, Melody. Würde ich nicht mehr wundern, wenn das irgendwie der einzige Skill im Spiel ist, den man wirklich auch sehen kann von Rüstungen. Aber muss nicht. Ich muss jetzt nicht, dass Melody in ein Kohol-Kostüm steckt, da kann ich doch verzichten, danke. So, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Sieht alles sehr gut aus. Okay. Ich hoffe, dass wir zumindest vor einem möglichen Bossfight jetzt einen Safe-Punkt bekommen, weil ich habe absolut nicht ausreichend Mana für irgendwelche Bossfights. Und ich würde gerne einfach mal den Progress speichern. Klingt nämlich auch verlockend, so eine Speicherung. Dachte ich mir, der kann nicht mehr so viel haben. Wie weit sind wir denn vom Level Up entfernt? Das kann man ja jederzeit sehen. Wir sind ziemlich nah dran. Fiona natürlich nicht, aber die anderen drei sind ziemlich nah dran. Zwei, drei Kämpfe noch oder so. Das ist ein großer Raum. Das gefällt mir gar nicht. Ernsthaft? Ich muss gegen Kamai kämpfen, ohne vorspeichern zu dürfen. Uff. So you finally made your way here, little boy. Carmine. Oh, you again? I guess you don't know when you quit, huh? Well, I certainly could say the same thing about you. Although this time, I'm going to settle things once and for all. In the name of the great knights, I will not allow you to take another step forward. Prepare yourself. Ist da wohl endlich der Fight, der Final Fight gegen den, der am längsten überstanden hat? Gegen den wir auch die meisten Kämpfe irgendwie hatten, ne? Der gute alte Carmine. Und wir haben... Well then, let's put an end to our battle. Wir durften nicht mal Mana auffüllen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Mana, aber bisher war er nie so stark. Ich hoffe, wir schaffen das. Und ich hoffe, dass wir dann vielleicht wenigstens durch ihn Level steigen werden. Aber ich würde einfach gerne mal einen Progress Save kriegen. Okay, wir fangen an mit... Ich mache jetzt mal einfach den Lock-On und danach erst die Buster-Shots, ja. So. Du musst jetzt noch nicht direkt jemanden heilen. Du kannst vielleicht erstmal buffen. Und zwar mit Single-Target... Nein, nicht das. Single-Target auf Melody. Und wir rotzen einfach Ultima Ray mit ihr raus. Der Damage lässt sich schon mal sehen. Ein Hyperguard wäre nicht schlecht gerade, weil das tut sonst ein bisschen gefährlich für Melody. Und dann fangen wir mit den Buster Shots an. Ist jetzt nicht ausgewichen. Der Schaden war relativ hoch, wenn man denkt, dass ich diese Rüstung drin habe, ne? Aber gut. Ich hoffe trotzdem, dass es eine gute Entscheidung war. Wir könnten jetzt Angel Powder eigentlich schon nutzen zum Heilen, ne? Ja. So, Overdrive. Big Bang. Das ist wirklich respektabler Schaden. Uff. Okay. Ein bisschen das, was dazugelernt, der Gute. Wir nicht. Wir sind einfach bei denselben Attacken geblieben.
Aber die hauen auch immer noch gut rein. Das Problem ist, wenn er jetzt nochmal sowas macht, dann sieht das nicht mehr gut für mich aus. Ich glaube, ich sollte eine Runde mit ihm defenden. Das ist Heilung, gut. Und zwar eine ziemlich popelige Heilung, da er halb so wild. Ja, wir haben jetzt nicht so viel Mana, deswegen werde ich jetzt einmal eine AOE-Zauberheilung machen, weil er momentan definitiv effizienter ist von den Kosten. DP ist wieder normal, Crit ist wieder normal. Ich hatte keinen einzigen Crit. Das sind 27% Erhöhung, ne? Naja, dann würde mehr hoffen. Nächstes Mal einen. Aber ich habe auch nur zwei Angriffe gemacht, aber was soll's. Ja, ich mache einen Hyper Guard, besser ist das. Und ich hoffe, dass er keinen Big Bang macht. Weil das ist, glaube ich, Feuerzauber. Er greift physisch an, das ist perfekt. Jetzt können wir wieder Schaden machen und heilen. Also waren das vielleicht da gerade schon Crits? Möglicherweise, ne? Weil eben hat er nahe 400 Schaden gemacht. Man sieht es ja bei Skills möglicherweise nicht. Dann habe ich eben zwei Crits nicht bekommen, oder wie ist einen? Bist du noch ein Buff? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, offensichtlich schon, bei dem Damage. You're no fun, if you don't. If you don't board. Oh Mann, der kommt so schnell wieder nah dran, das ist natürlich echt gefährlich. Ich glaube, ich sollte jetzt ein Item heilen. Super Heal Lead. Das wird die letzte Runde mit Overdrive sein, die will ich nutzen. Ja. Aber er lebt immer noch, ärgerlicherweise. Und mein Mana wird immer knapper. Jetzt kommt er wieder dreimal dran. Ich hoffe, er entscheidet sich einmal zu heilen. Zweimal meine ich natürlich. You've become stronger. Ja. Okay, er ist schon down, noch besser. Schön. Gut, ich hoffe jetzt wirklich, dass ich einen Speicherpunkt bekomme. Jetzt will ich hier nochmal rausgehen, nochmal speichern gehen. Eddie Advanced to Level. Das ist auch gut, klar, für die Vollheilung. Aber aus Sicherheitsgründen würde ich gerne den Procket speichern. Very well done, Edward Brown. You have beaten me. You may pass. However, Emperor Terra is capable of becoming a god. You have no hope of defeating him. You all are destined to be destroyed. It is pointless to resist. Damit ist Karma in Geschichte. No matter who we are up against, there's no way we're quitting. Yeah, you got that right. We are the ultimate adventuring partners, right? Ain't no chance we're losing to anybody. Who cares if they have some kind of a god? We'll drop them in no time. Then we'll finally put an end to all this fighting. Yes, I think so too. Let's win this battle so we all can go home together. Okay, let's go. Okay, that's safe. Ich hoffe, jetzt kommt ein Save Point. Und Schatz, wo sie auch. So, fix ohne euch geregelt den Kampf. Ich wollte mich eigentlich langsam zum Ende der Folge kommen. Golden Chalice ist gut. Aber ich hoffe halt noch, bei dem Save Point aufwärmen zu können. Das wäre mir wesentlich lieber. Eterna Maze. Die ist für Melody. Nehme ich mal stark an, ja. Holy Damage und sehr gute Werte. Jetzt gib mir bitte einen Save-Punkt. Sonst würde ich wahrscheinlich sogar nochmal bereitwillig rausgehen aus dem Dungeon. Ich gehe jetzt hier hoch.
Wie, ich werde in den nächstbesten Bosszeit gezogen. Ich hoffe, dass jetzt ein Save-Punkt kommt. Truhe. Zwei Truhen. Ich wusste, wollte eigentlich die Folge werden. Eternal Mittens. Eternal Rod, okay. Stärker, mit Holy Damage versehen. Die Mittens für dich? Ja. Okay. Wir laufen jetzt auch eben die Ecke da. Das ist schon okay. Und dann gucken wir, ob da ein Speicherpunkt kommt. Scheinbar nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Ich schaue mal, ob ich hier kurz raus teleportieren kann. Ich laufe hier gerne mal hoch, um zumindest das bisherige zu speichern. Das ist mir viel lieber, als wenn ich irgendwann meinen Progress verliere. Kann sein, dass vielleicht kurz vor dem Speicherpunkt stehen, aber ich kann ja nicht wissen, ich bin blind. Also gehe ich lieber raus. Nicht verbessern, nutzen, wohlgemerkt. Wir gucken eben zusammen, ob das auch funktioniert. Es funktioniert. Gut. Ein bisschen nervig, immer hochzulaufen, aber das Training kann ich gebrauchen, die SP kann ich gebrauchen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann oben wieder hier bei der Kreuzung, die wir den Turm entdeckt haben, ja, nachdem ich gespeichert habe. Und werde erstmal ein bisschen SP verteilen, weil wir haben wieder ein bisschen was. Ich danke fürs Zusehen, bis dann, bye bye.